Und wir reden jetzt mit Linus Neumann vom Chaos Computer Club in Berlin über den neuen digitalen Impfpass. Ja, und eben auch, was er alles bringen kann. Können Sie sich denn jetzt nach dem Gespräch irgendwie vorstellen? Nehmen wir mal an, Sie sind jetzt zweifach geimpft, dass Sie das gelbe Impfheftchen gehen, zu Ihrem Apotheker gehen und sagen, hier, mach mal einen QR-Code raus. Zunächst einmal ist ja festzustellen, das Gespräch hat gerade so geklungen, als gäbe es dieses gelbe Heftchen gar nicht. Wir haben ja längst einen Impfpass, der auch international anerkannt ist. Insofern erübrigt sich dieses Konzept ja eigentlich. Neu ist jetzt eine schnelle digitale Überprüfung. Und die will man ja eigentlich nur dann bauen, wenn man davon ausgeht, sehr häufig und sehr viel und sehr schnell diese Impfpässe kontrollieren zu wollen. Mit anderen Worten, hier geht es um die Allgegenwärtigkeit einer solchen Prüfung und damit natürlich auch potenziell um eine hohe Benachteiligung von Ungeimpften. Und für viele ist das ja längst noch keine freiwillige Entscheidung. Es sind weit unter 25, 20, 15%, weniger als 15% der Leute bisher doppelt geimpft. Und ich sehe hier eigentlich erstmal nur ein massives Benachteiligungsinstrument und mache mir da noch gar nicht so viel Sorgen darüber, welche Probleme dann natürlich auch mit dem Digitalen einhergehen. Aber grundsätzlich haben wir ein gesellschaftliches Problem und solche digitalen Impfpässe sind nicht Teil der Lösung, sondern Teil des Problems. Reden wir darüber gleich weiter, aber oftmals ist ja auch der Gedanke gewesen, dass der gelbe Impfausweis, den man hat, dass der ja nicht fälschungssicher ist. Herr Leise sagte das ja eben auch, da kann auch jemand mit einem gefälschten Ausweis dann zur Apotheke gehen und hat ja gerade nochmal den Hinweis gegeben, das sollte man nur nicht tun. Aber ist denn der digitale Impfpass dann fälschungssicherer oder ist da auch Tor und Tür sozusagen offen? Also zu Beginn der Pandemie haben sie Ärztinnen gefunden, die ihnen irgendwelche schweren Atemwegserkrankungen attestiert haben und ihnen sogenannte Maskenatteste ausgestellt haben. Die Papierfälschungen sind heute schon allgegenwärtig und sie werden auch in Zukunft unehrliche Ärztinnen und unehrliche Apothekerinnen oder wer auch immer die Dinge am Ende ausstellt finden. Entscheidend ist nicht die Fälschungssicherheit. Entscheidend ist der Druck oder die Motivation, so etwas zu tun. Und wenn dieser Ausweis entscheidend wird für den Zugang zum öffentlichen Leben, dann ist das ein hoher Druck. Gleichzeitig müssen Sie sich das ja so vorstellen, der muss ja irgendwo auch kontrolliert werden. Und im Reisebereich komme ich gleich nochmal zu. Aber wenn Sie jetzt sich vorstellen, ein solcher Ausweis sollte kontrolliert werden am Eingang eines Geschäfts, am Eingang eines Restaurants oder sonstigen, da stehen Leute gegenüber für 8,50 Euro die Stunde. Die reißen sich doch da jetzt nicht irgendwie Stress mit ihnen ein für 8,50 Euro die Stunde und scheuchen die Kunden weg. Das heißt, da wird dieses Instrument gar nicht so funktionieren, wie man es sich vorstellt. Eine technische Frage, bevor wir uns darüber weiter unterhalten, blitzschnell eine technische Frage, die ich nicht beantworten kann. Marcel Schuster fragt über YouTube, genau Sie, Herr Neumann, was passiert denn eigentlich bei einem Gerätewechsel? Kann man den digitalen Impfpass selbst auf ein neues Handy übertragen? Jetzt ist der ja noch nicht raus, also auch ganz vorsichtig die Frage an Sie, aber vielleicht haben Sie eine Vermutung. Das ist ein relativ simples, digitales, signiertes Dokument, in dem eigentlich nur drin steht, Vorname, Nachname, Geburtsdatum, wurde geimpft oder getestet oder ist genesen. Das ist ein relativ einfaches Datenformat und das ist dann signiert von einer zentralen Instanz. Also Sie haben eine Signaturkette zu einer zentralen Instanz, aber sagen Sie mal, Sie können offline, und das ist schon mal einer der wenigen Vorteile dieses Verfahrens, Sie können offline prüfen, ob dieses Impfzertifikat echt ist. Und dafür brauchen Sie nur den QR-Code. Den können Sie sich ausdrucken, wurde ja gerade auch schon gesagt. Den können Sie sich tätowieren lassen, wenn Sie da total drauf stehen. Den können Sie aber auch in einer App unterbringen. Das ist relativ unkritisch. Entscheidend ist, das Dokument selber hat ja gar keine Gültigkeit, ohne ein Ausweisdokument, was auch sagt, Sie sind diese Person. Also den QR-Code können Sie sich, wie gesagt, auch fünfmal kopieren oder so. Der hat quasi keine, also er ist einfach kopierbar. Und die Fälschungssicherheit ist in der Aussage des QR-Codes. Also wenn Sie den QR-Code, wenn Sie sich selber einen erstellen wollen und steht, was weiß ich, Linus Neumann wurde geimpft, der wird dann als nicht signiert und deshalb auch nicht echt und nicht vertrauenswürdig anerkannt. Im Falle eines Anerkannten muss aber immer noch sichergestellt werden, dass Sie sind oder ich.
Das ist das, was ich in den letzten Tagen, als darüber gesprochen worden ist, schon gehört habe. Und ich komme nämlich darauf, was Sie ja eben schon sagten, das Kontrollieren. Also was ist denn, wenn ich das Smartphone von meinem Bruder nehme und oder von Ihnen? Sie sind, sage ich mal, negativ getestet oder Sie sind schon zweifach geimpft. Ich nehme einfach Ihr Smartphone mit dem QR-Code und gehe zu einem Restaurant. Gestern im Radio sagte eine Wirtin, ja, ich komme da jetzt nicht im Leben darauf, hier noch eine Ausweiskontrolle zu machen, den Personalausweis zu verlangen. Ich gucke mir das Ding an und dann setze ich den Mann an den Tisch. Da sind wir eben beim Problem Kontrolle, ne? Ja, und ich bin mir gar nicht so sicher, ob das ein Problem ist. Also ich gehe, wie gesagt, nicht davon aus, dass die Wirtin wirklich ein großes Interesse hat, Kundinnen wegzuscheuchen. Und man darf sich auch wirklich nicht vergessen, vor Augen zu führen, was das für den großen Teil dieser Gesellschaft bedeuten würde, die keine Impfangebote haben. Und da werden ja auch verschiedene Phasen unterschieden. Im Moment ist es einfach nur ein Instrument der gesellschaftlichen Spaltung. Ich nenne das Privilegierung von wenigen. Ich weiß, diese wenigen Menschen bekommen ihre Grundrechte zurück, aber Grundrechte, die dem größeren Teil der Gesellschaft in keiner Form zur Verfügung stehen, sind eben Privilegien. Ja, es wird aber später eine Zeit geben, in der die Möglichkeit der Impfung potenziell allen zur Verfügung gestanden hat. Und dann werden wir eine Gesellschaft haben, in der 60, 70% vielleicht geimpft sind. Dann haben wir aber auch eine Situation, in der wir potenziell diese Kontrollen gar nicht mehr brauchen, weil wir hoffentlich in der Lage sind, uns die paar Impfgegnerinnen noch leisten zu können. In der Zwischenzeit ist bei einer harten Kontrolle dieser Bescheinigung, ich denke, tatsächlich nichts Geringeres als die Zivilisation wirklich gefährdet. Insofern können wir eigentlich froh sein, dass die Dinger im Alltag eigentlich unbrauchbar sein werden und dass es vermutlich, so leid es mir tut, gut ist, dass diese Kontrollen im Zweifelsfall einfach nicht ernsthaft durchgeführt werden, weil das Diskriminierungspotenzial sehe ich hier enorm. Das ist ein Aspekt, klarer Aspekt, ein klarer Punkt, den Sie gemacht haben. Es ist so, dass aber eben viele User treibt doch die Frage um, was den Datenschutz eben angeht. Der EU-Impfpass schreibt, Paul Hammerda bringt vor allem Datenschutzprobleme und das Grundrecht ist nicht verhandelbar. RA, wahrscheinlich Rechtsanwalt über YouTube. Der Punkt ist ja auch der, viele fragen sich, was ist denn mit dem Datentracking etc. im Impfausweis? Sie haben es gesagt, steht jetzt nicht so viel, aber immerhin doch mal der Name, das Geburtsdatum etc. Wenn mich jetzt jemand kontrolliert, der darf ja eigentlich die Daten nicht speichern oder ist dann da doch wieder Tor und Tür offen? Wie sehen Sie das denn? Das treibt ja viele um. Ja, und das ist auch genau ein sehr spannender Punkt. Man muss zunächst, ich fange mal mit den guten Sachen an. Es ist tatsächlich so, dass hier einige ganz gute Mechanismen eingebaut wurden oder gesetzlich oder in dieser Verordnung vorgesehen werden, die den absoluten Datenschutzalbtraum in erster Instanz verhindern. Wir haben ja in Deutschland auch so völlig irrsinnige Systeme besprochen, die im Prinzip so eine Online-Abfrage erfordert hätten, weil sie meinten, es wäre eine kluge Idee, das in irgendwelchen fünf Blockchains zu hinterlegen. Da wären sie also online gewesen und jede Nachprüfung ihres Impfpasses wäre quasi online durch die Betreiber stattgefunden, zentrale Datenbank, bei der dann alles hinterlegt. Völlig unsinnige Idee. Hier wird mit Zertifikaten gearbeitet. Die Signaturen sind also offline prüfbar. Das heißt, ein Location Tracking durch eine zentrale Instanz ist erstmal nicht möglich. Dann kommt aber natürlich das Problem, dass die Menschen, die ihren QR-Code scannen, ja theoretisch diese Daten speichern könnten. Das wird ihnen aber untersagt. Daher denke ich, wie gesagt, im normalen Leben, Supermarkt, Restaurant und so weiter, wird das kaum eine Rolle spielen. Kommen wir aber zu sehr viel spannenderen Situationen, die für viele Menschen sicherlich auch interessant sind. Flug, internationale Zugreisen oder auch der Besuch von Konzert oder Stadion. Ich denke, da wird dann namentliches Ticketing allgegenwärtig werden. Und in diesem Bereich entstehen dann quasi Langzeit-Datenschutzproblematiken auf einer ganz anderen Ebene. Gar nicht unbedingt dadurch, dass wir einen Impfnachweis haben oder einen Impfpass haben, sondern dadurch, dass der kontrolliert werden muss. Und da sehe ich eher die Probleme, dass wir uns eben
daran gewöhnen werden, dass wir nicht einfach so zu irgendeiner Veranstaltung gehen können, sondern dass wir potenzielle Identitätsnachweise leisten müssen. Und das sind natürlich dann auch so Dinge, die mit dieser Sunset Clause, die ja durchaus in dem Text vorgesehen ist und potenziell nicht wieder zurückgehen. Und das sind auch durchaus nennenswerte gesellschaftliche Einschränkungen. Da fragt man sich natürlich schon, zu welchem Preis man hier ein solches System bauen möchte. Linus Neumann, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Mit Herrn Liese haben wir über die Details gesprochen, die heute frisch entschieden worden sind. Sie haben einfach den Horizont auch noch mal ein bisschen erweitert und einige große Fragezeichen dahinter gesetzt. Vielen Dank für Ihren Anstoß, für Ihren Beitrag. Vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin. Vielen Dank.